Ich will eine Antwort, Lieutenant Commander. Die Galaxie braucht außergewöhnliche Soldaten wie Sie. Jetzt mehr denn je. Ich brauche noch Zeit. Sie bekommen meine Antwort. Bestimmt. Ich bin sehr gespannt. Shepard? Odina, ich habe Ihre Mail gekriegt. Schon entschieden? Ob ich ein Spectre werde? Noch nicht. Es ist eine Ehre, aber ich weiß nicht. Ich muss noch darüber nachdenken. Eine große Entscheidung. Nachdenken schadet nicht. Hier für Sie. Ich dachte, Sie hätten vielleicht etwas Freizeit. Danke. Sehr nett. Ich gehe hier schon die Wände hoch. Wie geht es Ihnen? Ganz gut soweit. Die Schwester sagt, Sie hätten nach mir gesehen. Ich war bewusstlos. Wir hatten keine Zeit zum Reden, wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen. Ja, ich war nicht sicher, ob Sie das wollen. Sie haben auf dem Mars klargemacht, wo Sie stehen. Was meinen Sie damit? Sie gehören nicht mehr zu Cerberus. Fall abgeschlossen, Ende. Es ist wahr. Okay. Kontakt abgebrochen. In Ordnung. Es ist nur, wenn Sie die Befehle geben, muss ich auch auf Sie zählen können. Das geht mir genauso. Da draußen herrscht Chaos. Wir haben nur die Leute um uns herum. Wir müssen einander trauen, sonst klappt's nicht. Abgemacht? Abgemacht. Ruhen Sie sich aus. Wenn Sie was brauchen, geben Sie Bescheid. Shepard, Moment. Da ist noch etwas. Ich wusste nicht, ob ich's erwähnen sollte. Worum geht's? Meine Familie auf der Erde. Ich habe nichts von ihr gehört. Es macht mich verrückt. Aber Sie sind beschäftigt. Wir können später reden. Ich habe jetzt auch Zeit. Was hat es mit dem Lieutenant Commander auf sich? Der alte Williams-Familienfluch lässt nach. Ich war sicher, bei Gunnery Chief ist Schluss. Sie haben es sich redlich verdient. Das dachte ich auch. Bis Eden Prime. Der Verlust von 212. Sie wissen. Es waren die Reaper. Sie haben alles gegeben, um uns zu helfen und überlebt. Aber jeden unter meinem Kommando zu verlieren, war hart. Ich vergesse keinen von ihnen. Jetzt brauchen wir sie erstmal einsatzfähig. Ich komme zurück. Und als erstes ramme ich ihnen dann ihre Metalltentakel tief in den... Ich kämpfe ehrenhaft und mutig. In Ordnung, Lieutenant Commander. Wir können uns keinerlei Streit leisten. Wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir einander vertrauen. Ich wollte professionell sein und die Familiensachen für mich behalten. Ich weiß nicht, wie Sie das alles verarbeiten können. Ich habe auch schwache Momente. Es beruhigt mich, das zu hören. Ich habe nichts von Ihnen gehört, als ich Gast der Allianz war. Ich konnte nicht. Sogar als Anderson mich herbefohlen hat. Es war schwierig. Schon okay. Das ist vorbei. Neuer Anfang. Ich brauche noch Zeit. In Ordnung, aber nicht zu viel. Die Bösen machen keine Kaffeepause. Okay, was wird das? Heilung durch Schuldgefühle? Scheint zu klappen. Familie auf der Erde? Mutter und drei Schwestern. Die jüngste, Sarah, war auf Hochzeitsreise. Hat einen Soldaten geheiratet, Thomas. Er wurde zurückbeordert und sie blieb allein. Wir haben telefoniert. War ziemlich hart. Denke ich mir. Ich habe sie immer alle beschützt. Selbst wenn ich im Einsatz war, wussten sie, dass sie mich anrufen konnten. Ich sagte, sie soll zur Citadel kommen. Dann warten wir gemeinsam. Haben Sie was von der Erde gehört? Es kommen ständig neue Berichte rein. Die Hälfte davon ist wilde Spekulation. Und der Rest ist zu optimistisch, um wahr zu sein. Wir müssen glauben, dass wir etwas tun können. Als ich dachte, sie wären tot, habe ich die Hoffnung verloren. Aber nach ihrer Rückkehr war ich bereit, alles zu glauben. Ich meine, es ist sicher keine Lösung, wenn jemand dem schwarzen Mann ins Gesicht ballert. Aber wenn Sie es für sinnvoll halten, mach ich's. Das klingt wie die Ash, die ich kenne. Ich muss wieder zurück. Passen Sie auf sich auf. Sie auch, Shepard.
So, dieses Gespräch ist dann auch geführt. Dann gibt es noch zwei Haltestellen für uns auf der Zitadelle. Einmal Normandiebucht. Da will ich zuerst hin. Weil wir werden auf der Zitadelle bleiben. Okay, ist wahrscheinlich für eine Quest. Hier. Ach, Miranda, genau, da war ja was. Shepard, es ist schön, Sie endlich zu sehen. Sie auch, Miranda. Ich kam nicht bis zu Ihnen, als die Allianz Sie unter Arrest gehalten hatte. Vom Dienst suspendiert. Es war kompliziert. Das kann ich mir denken. Ich bin überrascht, dass es kein Militärprozess gab. Die Allianz glänzt nicht gerade durch Flexibilität. Es ist nicht mehr wichtig. Shepard, wegen der Erde. Unzählige Menschen starben in wenigen Minuten. Die Reaper sind genau das, was wir befürchtet hatten. Man hätte schon viel früher auf sie hören sollen. Es tut mir leid, Shepard. Und Sie? Was führt Sie hierher? Ich muss mit einigen Leuten reden, wie Sie. Die Citadel ist ein guter Treffpunkt. Noch. Was hat die Allianz jetzt vor? Wir haben einen Plan. Ein Schuss ins Blaue. Wie üblich. Shepard, bin ich noch Teil Ihres Plans? Es ist lange her und ich weiß nicht, wo wir stehen. Wir müssen uns auf den Krieg konzentrieren. Was früher war, ist unwiederbringlich vorbei. Oh, natürlich, ich verstehe. Sie sind mit Recht vorsichtig. Es tut mir leid, Miranda. Schon okay, Commander. Es ist vorbei. Okay. Es war schön, Sie zu sehen, aber ich muss jetzt gehen. Sind Sie sicher? Ja. Ich muss mich um einige persönliche Angelegenheiten kümmern. Halten Sie Kontakt. Ich versuch's. Ja, lief ja nicht so gut. Aber da sind wir selber dran schuld, ne? Also zumindest ich. Dafür, dass ich in Mass Effect 2 was mit ihr angefangen habe. Und jetzt ja auch wieder mit Liara quasi zusammen bin. Hab ihr ja schon gesagt, dass sich da nichts geändert hat. Zwischen damals und jetzt. Naja, für eine muss man sich entscheiden, ne? So, da will ich jetzt aber noch nicht hin. Ich möchte jetzt zum Purgatory. Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. Ich glaube, dass er das getan hat. Das waren Flüchtlinge. Verdammt, wir hatten doch sowieso Erkauftes. Hab ihr zu Hause verloren, ihr Liebsten. Und dann jagt ihn so ein Betrüger das Wenige ab, das ihm noch geblieben ist. Ich fasse es nicht, dass wir diesem Mistkerl nicht das Handwerk legen dürfen. Wir sollten trotzdem was gegen ihn unternehmen. Du hast den Commander gehört. Ohne Beweise keine Verhaftung. Das letzte Mal hat sich der Typ wegen Belästigung beschwert, weißt du noch? Wir müssen vorsichtig sein. Mit diesem neuen Trupp lässt sich sowieso nicht viel anfangen. Was sind wir eigentlich? Kaufhausbullen? Wir hätten das Schwein abknallen sollen, als wir die Gelegenheit dazu hatten. Huh. Ich weiß, dass es Beschwerden gibt. Wir tun unser Bestes mit dem, was wir haben, aber lassen Sie mich aus. Kümmern wir uns auch später drum. Jetzt gehen wir erstmal in den Club. Ich sag dir, ich hab diesen Ausdruck in seinen Augen gesehen, bevor er über die Straße gelaufen ist. Hey, Mel! Du hier? Ja, verdammt, ich bin hier. Ich werde in den nächsten Abend.
Hey, Commander! Schön, dass Sie runter in den Dreck zu uns Frontschweinen kommen. Sie meinen, ich mag keinen Dreck? Ach, kommen Sie. Ich habe gar nichts gemeint, Locker. Sicher. Also, was haben Sie gemeint? Sehen Sie den Marines da? Keine Offiziere. Nur die normale, kämpfende Truppe. Und? Sie haben alle meine Drinks bezahlt. Wissen Sie warum? Aus demselben Grund, warum Sie verstummt sind, als Sie reinkamen. Sie scheinen mich aber nicht einzuschüchtern. Ich finde, Sie könnten etwas respektvoller sein. Sicher. Aber wir haben gekämpft. Ich habe Sie in Action gesehen. Nichts für ungut. Sie sind wahrscheinlich einer der Besten. Wahrscheinlich? Aber Sie sind nur ein Mensch. Wie ich. Aber die nicht? Nein. Ich weiß noch, wie man Sie zum ersten Spectre der Menschen gemacht hat. Ich habe das Video gesehen. Wie wir alle. Aber für die sind Sie überlebensgroß. Ich habe ja schon viel gesehen, aber ich bin auch nur ein Soldat. Ich gehöre zu Ihnen. Schon, aber die kennen Sie nicht. Sie wissen nur, was Ihnen erzählt wurde. Hören Sie. Sie wollen beweisen, dass Sie zu uns gehören? Mag sein. Dann geben Sie einen aus. Mir gefällt, wie Sie denken, Lieutenant. Compadres! Hey! Der Commander will, dass ihr was trinkt. Auf ihn! Also, auf uns! Wer ist wie wir? Verdammt wenige. Und sie sind alle tot. Es ist mir eine Ehre, Commander. Danke. Aber wir sitzen alle in einem Boot. Und jeder muss seine Aufgabe erfüllen. Wohl wahr. Prost! Prost. Nicht schlecht, Loco. Ich hatte gehofft, dass Sie den kennen. Danke für die Warnung. Ja, das freut mich. Danke für den Drink. Oh yeah. Schon ein geiler Club irgendwie, wa? Wenn es solche Schuppen in Wirklichkeit gäbe, ey, das wäre schon der Shit. Vor allem die Stromkosten. ja, komm. Sie geben also zu, dass Sie und Ihre Leute illegal hier sind. Ja, und C-Sicherheit hat das schon nach 3 Wochen gemerkt. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Schirk, ich brauche die Asari-Ratsherren. Aria, was verschafft mir die Ehre? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Verstehe. Formalitäten erledigt. Ist sonst noch irgendetwas? Nein. Vielen Dank. Jederzeit. Wir sind hier wohl fertig. Gute Show, was, Shepard? Es gibt nur eine Regel auf der Citadel, was? Sieht so aus. Ich hasse diesen Ort. Schrecklich verklemmt. Warum sind Sie dann hier? Cerberus hat mir Omega gestohlen. Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Er bezahlt für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe. Wie hat Cerberus Sie besiegt? Verrat, Ablenkung und eine große Armee. Sie haben mich weggelockt und überfallen. Ich entkam, aber Cerberus belagerte Omega bereits. Bis ich angriffsbereit war, hatten sie sich schon zu gut verschanzt. Sie können ja an einem anderen Tag weiterkämpfen. Und dieser Tag kommt. Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für Sie habe ich einen Vorschlag. Ich höre zu. Es ist doch so. Wenn Sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle.
Egal, wo ich gerade bin. Also will ich Ihnen helfen. Was bieten Sie mir an, Aria? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen Sie Amok. Das will aber niemand. Vereinen Sie sie unter meiner Führung und Sie haben eine mächtige Armee für Ihren Krieg. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen Sie die Deals abschließen. Ein bewaffneter Verbrecher schießt dir immer in den Rücken. Sie haben bereits Waffen. Ich sorge dafür, dass Sie auf die Reaper gerichtet sind. Ich will Ihnen nur helfen. Überlegen Sie sich's. Besuchen Sie Nahl. Er ist für das Bloodpack zuständig. Der Anführer der Blue Suns ist inkognito auf der Citadel. Er erwartet Sie schon. Und ich habe ein Abkommen mit Yona Sedaris, der Eclipse-Anführerin. Ihr Freund Commander Bailey muss sie nur aus dem Gefängnis lassen. Sie kennen Bailey wohl nicht besonders gut. Nutzen Sie Baileys Respekt aus. Eine professionelle Söldnerstreitmacht dürfte das wohl wert sein, oder? Bis dahin bin ich guter Laune. Melden Sie sich, wenn Sie was besprechen wollen. Ha. Okay. Oh, eben kurz anders hinsetzen. Dürfen wir hier noch Gespräche führen? Meine Güte. Oh, ich weiß jetzt aber nicht genau, wo die Gespräche alle waren. Aber ich merke jetzt gerade, wie ich wieder zunehmend immer müder werde. Ah, wie ihr es jetzt auch gerade hören könnt. Deswegen halte ich es eigentlich für eine ganz gute Idee, wenn wir jetzt hier erstmal die Aufnahmesession beenden. Wir gehen zurück zur Normandy-Bucht und dann würde ich sagen, bei der nächsten Aufnahmesession, die da wahrscheinlich für mich morgen sein wird, so wie für euch im Idealfall der Part, werde ich wohl hingehen. Wir werden dann hier die Zitadelle weiter ein bisschen bearbeiten oder abarbeiten von dem, was wir hier so haben momentan. Und sobald wir das fertig haben, möchte ich auf jeden Fall das Omega DLC betreten. Das kenne ich auch schon. Oder was heißt, das kenne ich auch schon? Das kenne ich schon. Das habe ich ja schon angekündigt, als wir auf die Citadel geflogen sind in dieser Aufnahmesession. Von daher geht's dann halt, wie gesagt, nächsten Part auf jeden Fall das Omega DLC. Die Citadel wird ein bisschen weiter bearbeitet und also abgearbeitet und dann mal gucken. Eventuell danach im Anschluss das Leviathan DLC, weil das kenne ich noch nicht und ich bin schon neugierig, was es damit auf sich hat. Das war's jedenfalls mit dieser Aufnahmesession. Ich verabschiede mich, euer Steve von den Online Game Masters. Ciao und bis dann.